Herzlich willkommen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, zum vierten und letzten Teil dieses besonderen Recruiting Days. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Sebastian Fellinger, ich bin Bezirksinspektor, bin 30 Jahre alt und absolviere derzeit die Ausbildung zum leitenden Beamten, also zum Polizeioffizier. Bevor ich diese Ausbildung begonnen habe, war ich etliche Jahre sowohl als eingeteilter als auch als dienstführender Beamter im 15. Bezirk auf einer Polizeiinspektion tätig. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen heute über den Dienst in einer Polizeiinspektion erzählen darf. Warum ist es uns so wichtig, dass Sie im Rahmen dieser Recruiting-Veranstaltung ausgerechnet über diesen Teilbereich informiert werden? Die Polizeiinspektionen stellen die Basis der Polizei dar und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits beginnt die Karriere einer Polizistin oder eines Polizisten immer auf einer Polizeiinspektion. Auch in Ihrem Fall, sollten Sie sich entschließen, sich zu bewerben, wird das so sein. Wie Sie in unserem gestrigen Video gehört haben, bietet die Polizei eine große Vielfalt an verschiedenen Abteilungen, Einheiten und Einsatzgebieten. Als Voraussetzung für eine Bewerbung zu einer solchen Spezialisierung ist aber meist eine gewisse Zeit im Streifendienst, also auf der Polizeiinspektion, Voraussetzung. Meistens geht es dabei um 2 bis 3 Jahre. Etliche Kollegen haben ihre Aufgabe aber auch im Streifendienst gefunden und bleiben der Polizeiinspektion bis zum Übertritt in den Ruhestand erhalten. Der zweite Bereich, in dem die Polizeiinspektion die Basis bildet, ist der Einsatz. Wie vorher angesprochen, hat die österreichische Polizei eine große Auswahl an Spezialeinheiten anzubieten. Die Verkehrsabteilung, das Landeskriminalamt oder auch die WEGA, um nur einige zu nennen, bewältigen täglich etliche Einsätze. Die ersten vor Ort sind aber vor allem nach einem eingegangenen Notruf fast immer die Kollegen der Polizeiinspektionen. Im Streifendienst, den ich Ihnen nachher noch ein bisschen näher vorstellen darf, werden von kleinen Verwaltungsübertretungen bis hin zu schweren Verbrechenstatbeständen alle Einsätze abgewickelt. Und auch wenn diese Einsätze oft von Spezialisten der unterschiedlichsten Fachgebiete übernommen werden, sind die ersten vor Ort fast immer unsere Kollegen des uniformierten Streifendienstes. Und das ist sicherlich mit ein Grund, warum der Beruf des Polizisten ein so abwechslungsreicher und spannender ist. Jetzt möchte ich Ihnen aber gerne einen kleinen Einblick in eine Polizeiinspektion selbst bieten. Ich darf Sie sozusagen mitnehmen auf einen virtuellen Rundgang. Direkt beim Betreten der Polizeiinspektion befinden wir uns meistens in der Schleuse. Dahinter befindet sich der sogenannte Parteienraum. Beides sind Örtlichkeiten, in denen wir versuchen, die Anliegen der Bürger, die direkt zu uns kommen, abzuarbeiten und zu erledigen. Da wir aber nicht wissen, worum es geht oder wie die betreffende Person der Polizei gegenüber gesinnt ist, versuchen wir, ein für alle Beteiligten möglichst sicheres Umfeld zu schaffen und die betroffenen Personen erst gar nicht zu weit in die Polizeiinspektion vorzulassen. In Wien gibt es rund 80 Polizeiinspektionen, welche zwar räumlich alle unterschiedlich gestaltet sind, der grundsätzliche Gedanke dahinter ist aber immer der gleiche. Die weiteren Räume, die ich Ihnen jetzt also hier von diesem Forum weggehend vorstellen darf, gibt es in einer ähnlichen Art und Weise auf jeder Dienststelle. Ein durchaus wichtiger Raum ist der Sozialraum. Es gibt immer wieder auch Wochen, aber auch Feiertage oder Wochenenden, an denen Polizistinnen und Polizisten feststellen, dass sie mit ihrem Funkwagenpartner die letzten Tage mehr Zeit verbracht haben als mit ihrer Familie. Gerade deswegen, wegen dieser engen und vertrauten Zusammenarbeit, ist es wichtig, sich zumindest einmal am Tag gemeinsam zusammenzusetzen, Probleme zu besprechen, Erfahrungen auszutauschen, die Kollegen über Neuigkeiten zu informieren oder zu schulen oder einfach nur einmal ein gemeinsames Mittagessen zu essen. Alle Polizeibeamten bekommen schon in der Ausbildung eine Vielzahl an persönlichen Ausrüstungsgegenständen zugewiesen, die sie zur Bewältigung der dienstlichen Aufgaben zur Verfügung haben, für die jeder aber auch selbst verantwortlich ist. Wie genau diese Ausrüstung aussieht, werden wir später noch sehen. Hier in diesem Waffenraum werden die Ausrüstungsgegenstände aber verwahrt, während die Polizisten ihre Freizeit genießen. Neben der persönlichen Ausrüstung gibt es natürlich noch etliche andere wichtige Dinge, die den Polizistinnen und Polizisten die Arbeit erleichtern. Wie Sie hier sehen können, werden wir zum Beispiel auch nicht selten als Hundefänger tätig. Auf jeder Polizeiinspektion finden sich zusätzlich natürlich auch noch diverse Hilfsmittel zur Spurensicherung am Tatort, sogenannte Tatortkoffer, sowie auch Verkehrsleitkegeln und Materialien zur Verkehrsunfallaufnahme. Der Polizeiberuf besteht natürlich nicht nur aus dem spannenden Außendienst. Ganz im Gegenteil, je spannender der Außendienst ausfällt, desto mehr Schreibarbeit ist im Regelfall danach zu erledigen. Es gilt, Berichte zu schreiben, Anzeigen zu legen oder Täter, Opfer und Zeugen einzuvernehmen. All das geschieht hier in unseren Schreibräumen.
Einige Polizeiinspektionen in Wien sind mit einem Arrestbereich ausgestattet. Leider kommt es regelmäßig vor, dass unsere Amtshandlungen mit Worten alleine nicht zu bewältigen sind und Täter nach Straftaten, aggressive Personen oder auch Personen, die ihre Strafen nicht bezahlen, festgenommen werden müssen. Was Sie hier sehen können, ist kein Kreuzworträtsel, sondern der Dienstplan der Polizistinnen und Polizisten einer Polizeiinspektion. In Wien versehen die Kollegen ihren Dienst im sogenannten Sechserrad. In diesem sich alle 6 Tage wiederholenden Dienstsystem haben die Kollegen einen Tagdienst, gefolgt von einem Nachtdienst und nach einem freien Tag einem erneuten Tagdienst. Dann kommen 2 Freitage, sozusagen das Wochenende, und dann geht es wieder von vorne los. Durch dieses fixe und sich immer wiederholende Dienstsystem weiß man also auch heute schon, ob man Silvester 2029 frei haben wird oder nicht. Viele Kollegen schätzen dieses System, weil das Vorplanen, zum Beispiel für Urlaube, dadurch leicht möglich ist. Auch sind durch die regelmäßigen Nachtdienste viele Freizeitblöcke untertags, was gerade unter der Woche für Erledigungen, Einkaufstouren, Fitnesscenter-Besuche oder Ähnlichem sehr angenehm ist. Neben diesen Diensten gibt es natürlich auch noch Überstundendienste. Diese sind oft geplant, wenn es zum Beispiel Schwerpunkteinsätze, Planquadrate oder Großeinsätze zu bewältigen gilt. Teilweise aber auch spontan, wenn ein Kollege erkrankt, der Mannschaftsstand aber natürlich trotzdem aufrechterhalten werden muss. Wie schon vorher angesprochen, kommen viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen direkt zu uns auf die Polizeiinspektion. Die Kolleginnen und Kollegen des Innendienstes nehmen sich dann direkt hier im Parteienraum diesen Personen an. Es geht dabei von verlorenen Führerscheinen über diverse Auskünfte bis hin zu verwaltungs- und strafrechtlichen Anzeigen. Wenn wir als Polizei nicht für den konkreten Fall zuständig sind, versuchen wir natürlich trotzdem bestmöglich weiterzuhelfen und an die richtige Stelle zu verweisen. Und ja, alle Anliegen, die nicht zu uns kommen, langen über den Notruf bei uns ein und wir kommen dann zu Ihnen. Deshalb geht es für einen Teil der Kollegen und Kolleginnen auch immer raus in den Streifendienst. Um dann dort gut und sicher amtshandeln zu können, ist es natürlich wichtig, gut ausgerüstet zu sein. Wie schon zuvor erwähnt, hat jede Polizistin und jeder Polizist seine persönliche Ausrüstung, die ihr oder ihm bei der Bewältigung der vielen dienstlichen Aufgaben hilfreich ist. Und das ist gar nicht so wenig. Neben der Uniform, die uns eindeutig für jeden gut sichtbar als Polizeibeamte erkennbar macht, tragen die Polizistinnen und Polizisten einen Einsatzgurt. Dieser ist bestückt mit Hilfsmitteln wie einer Taschenlampe und einem Multifunktionsgerät bzw. Taschenmesser sowie mit einem Funkgerät, das ist unser Hauptkommunikationsmittel, und mit Handschellen, welche bei der Durchsetzung von Festnahmen oder anderen Zwangsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Vor allem aber tragt jeder Kollege und jede Kollegin eine Dienstwaffe bei sich. Einerseits die Dienstpistole Glock und den persönlich zugewiesenen Pfefferspray. Diese beiden Waffen kommen immer dann zum Einsatz, wenn es nicht anders möglich ist, das Leben oder die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen selbst oder auch von anderen Personen zu schützen. Darüber hinaus ist jede Beamtin und jeder Beamte mittlerweile mit einer persönlichen Schutzweste ausgestattet. Diese ist nicht nur stichfest, um gegen Messerattacken geschützt zu sein, sondern hält auch dem Beschuss von Faustfeuerwaffen stand. Damit sind wir als Polizeibeamte im Außendienst gegen Angriffe zumindest teilweise geschützt. Die Polizistinnen und Polizisten begeben sich dann oft mit Blaulicht und Folgetonhorn und oft natürlich auch gemeinsam mit anderen Funkwegen zum Einsatzort und versuchen die Situation und jeweilige Problemstellung schnellstmöglich abzuarbeiten. Und so ein Einsatz kann vom einfachen Nachbarschaftsstreit, weil der Nachbar die Blumenkisteln am Gang schon wieder von links nach rechts gestellt hat, über Verwaltungsübertretungen wie Lärmerregungen bei wilden Partys oder kleineren Straftaten wie Diebstählen hin bis zu schweren Gewaltverbrechen und Mord alles sein. Die Funkwagenbesatzung weiß erst beim Eintreffen am Einsatzort, was sie wirklich erwartet und muss dann in wenigen Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen. Ebenfalls zum Außendienst gehört der Verkehrsdienst. Dabei wird neben der Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften vor allem auf die Verkehrssicherheit geachtet. Um selbst auch sicher im Straßenverkehr agieren zu können, wird die Uniform bei solchen Einsätzen durch eine gelbe Warnweste sowie der weißen Tellerkappe ergänzt. Beides dient der besseren Sichtbarkeit der Polizeibeamten. Die vielfältigen Aufgaben dieses Teilbereichs erstrecken sich dann von Geschwindigkeitsmessungen, zum Beispiel im Nahbereich von Schulen oder verkehrsberuhigten Zonen, über Alkofortests sowie Geeichtentests am Alkomaten bis hin zur Schulwegsicherung, um auch die Kleinsten unserer Mitbürger bestmöglich schützen zu können. Und das machen wir natürlich gerne, schließlich sind das unsere allergrößten Fans. Neben dem alltäglichen Streifendienst drücken die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektionen immer wieder auch zu sogenannten GSOD-Einsätzen aus.
Das sind Einsätze des großen Sicherheits- und Ordnungsdienstes, also Einsätze bei Demonstrationen, Fußballspielen oder sonstigen Ereignissen, die nicht auf die gewohnte Art und Weise bewältigt werden können. Dazu rüsten sich die Kolleginnen und Kollegen mit zusätzlicher Ausrüstung aus. Ein Overall, ein Schutzhelm, ein Körperschutz gegen Schläge und andere Angriffe sowie ein Einsatzstock gehören zur weiteren Ausstattung für solche Einsätze. Der Einsatz selbst wird dann nicht wie im Streifendienst mit 2 bis 3 Beamten abgewickelt, sondern findet in Form von sogenannten geschlossenen Einheiten statt, also in taktischen Gruppen, Zügen und Kompanien. Eine weitere Aufgabe, zu welcher die Polizei verfassungsmäßig verpflichtet ist, ist die Überwachung von ausländischen Einrichtungen wie Botschaften oder Konsulaten. Diese Dienste werden von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion meist als Überstundendienste geleistet. Zu guter Letzt ein ganz wichtiger Punkt, die Ausbildung der Polizeischüler. Wie Sie bereits in unseren letzten Videos gehört haben, bietet die Ausbildung der Polizeischüler auch 2 Praxisteile. In diesen versehen die Aspiranten, also die Polizeischüler, ihren Dienst ebenfalls im normalen Dienstrat auf den Polizeiinspektionen. Angeleitet durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen gilt es nun, das erlernte theoretische Wissen aus der Zeit in der Polizeischule in die Praxis umzusetzen. Und dafür sind die Aspirantinnen und Aspiranten von Anfang an voll und ganz im Innen- und Außendienst mit dabei. In den ersten Diensten werden sie die Kollegen bei den unterschiedlichen Aufgaben beobachten und unterstützen. Schon nach wenigen Tagen wird es aber auch schon die ersten eigenen Amtshandlungen zu führen, abzuarbeiten und auch zu verschriftlichen geben. All das natürlich immer mit der Unterstützung ihrer Ausbildung und Betreuungsbeamten. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in den Alltag der Polizeiarbeit geben, der Ihnen die Entscheidung, sich für das Aufnahmeverfahren zu bewerben, vielleicht ein bisschen erleichtert hat. Jetzt im Anschluss darf ich Sie gerne einladen, mir noch Fragen zu stellen.